Christina Burgwerther, das ist jetzt im ZIP2-Studio zu Gast. Guten Abend. Guten Abend. Herr Kuschel, Sie legen Wert darauf, Direktor des Burgtheaters zu sein und nicht der Burg. Bei der Pressekonferenz haben Sie heute gesagt, jeder, der Burg sagt, das ist ja in Wien sehr geläufig, muss Ihnen 10 Euro zahlen. Was stört Sie denn am Ausdruck Burg? Wofür steht das für Sie? Ja, das klingt doch ein bisschen wie so ein festes Gemäuer oder etwas Unnahbares oder eine Verteidigungsanlage. Alle die Dinge, die eigentlich nichts mit einer Offenheit des Theaters zu tun haben, so wie ich mir das vorstelle. Das neue Burgtheater wird einfach hauptsächlich den Akzent auf Burgtheater legen und das heißt Kunst und Offenheit. Man kann immer rein, jeder findet dort Zuflucht, jeder kann dort sich äußern und natürlich sind wir froh, wenn wir möglichst viele Zuschauer haben. Sie haben sich auch von einem anderen Begriff, den es noch viel, viel länger gibt, verabschiedet, nämlich von dem des Nationaltheaters. Ja. Sie möchten lieber so etwas sein wie ein Internationaltheater. Sie forcieren die Mehrsprachigkeit, wollen die auch auf die Bühne bringen.